Hi, cool, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück. Ich habe offscreen jede Menge Stuff erledigt. Ich zeige euch das mal eben. Als erstes Mal haben wir unsere Pokémon umbenannt. Vulnona heißt jetzt Nina. Dachte, das passt relativ elegant. Na, ist ja auch egal. Und ich habe ja schon angesprochen, dass ich wahrscheinlich das Europe ins Team nehme. Und das Yugong habe ich jetzt mal in alter Counter-Strike-Manier Owned genannt. Das ist ganz praktisch. Im Übrigen ist das Teil mega heftig. Das kann nämlich Surfer, Eisstrahl und sogar Eiseskälte, was bislang bei mir nur einmal getroffen hat, egal wie oft ich es versucht habe. Ja, ist ein bisschen doof gewesen. Obwohl, ich kann eigentlich mal bei den Pokémon bleiben. Bei Vulnona hat sich so gut wie nichts verändert. Das ist alles gleich geblieben. Ich habe die Attacken, glaube ich, neu angeordnet. Ja, Claire immer noch wie vorher. Jetzt Level 38, alle anderen sind 37 und Puncher hat noch den Himmelhieb gelernt. Das fand ich gut. Dafür ist eine Attacke rausgegangen, die ich nicht mehr weiß, welches war. Ach, Megasauger, stimmt. Die Stachelspore wollte ich dringend behalten. Ist immer wichtig. Von daher war das gar keine Frage, was wir da tun sollen. So, ich glaube, ich habe auch noch ein, zwei Krypto-Pokémon von die Queen zurückgeholt. Der war nämlich am Oasenplatz und am Höhlenplatz einmal. Aber jetzt müsste der hier irgendwo in Pyritus sein oder im Lagerturm, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr weit weg. So, wir hatten ja letztens das Gespräch mit dem Herr Großmeister Phrenos und er sagte, in Porta Portus würde da irgendwo was gehen bezüglich der Insel. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt irgendwas ausfindig machen können. Vielleicht steht hier einer, vielleicht nicht. Oh, das Kyogre, das hässliche Teil, was hier der Kollege von Abacus mitgenommen hat. Gucken, was er damit macht. Ah, du bist es. Hi. Ja, Pat, große Neuigkeiten, riesengroße Neuigkeiten. Dieses Robo-Kyogre, von dem ich erzählte, ist endlich fertig. Als Opa einen Plan ausgearbeitet hatte und anfing, ihn umzusetzen, kam eine hammermäßige Rakete dabei raus. Komm her und sieh es dir an und hör Opa gut zu. Das würde ich doch nie anders tun. Hey, Opa. Wie Junk schon sagte, haben wir das Robo-Kyogre repariert. Ein wahres Meisterstück, hä? Stimmt was nicht? Worum geht's denn? Pat erzählt Alvard und Junk, was passiert ist. Starker Tobak, in der Tat. Du meinst, das Krypto-Hauptquartier ist auf der Insel Obscura und da willst du jetzt hin? Die Insel Obscura? Kein Wunder, dass keiner die Kryptobasis finden konnte. Die Strömungen dort sind tückisch und es wehen immer starke Winde. Da kommt man weder zu Wasser noch zu Luft ran. Junk, so war das vielleicht bis heute, aber jetzt sieht die Sache anders aus. Ich weiß, was du meinst, Opa. Das Robo-Kyogre, stimmt's? Ganz genau, Junk. Unser Robo-Kyogre ist in der Lage, die Insel Obscura zu erreichen. Also gut, machen wir das Robo-Kyogre bereit für Pat. Komm, Junk. Aye, aye, Captain. Nein, jetzt wird das Kyogre doch noch nützlich. Egal, es bleibt trotzdem scheiße. Was ist geschehen? Klein, offenbar erreicht der Kampf gegen Team Krypto eine kritische Phase. Deshalb möchte ich dir etwas geben. Es dürfte von großem Nutzen sein. Bitte komm ins Erdgeschoss des Labors. Ja, super. Oh nein. Ah, da bist du ja. Hier rüber. Drüben am Pier. Das ist das Robo-Kyogre. Ist dieses Baby nicht umwerfend? Es ist getankt und abfahrbereit. Du kannst sofort aufbrechen, wenn du willst. Klingt gut. Mach ich nachher. Erst sollen wir ins Labor. Da haben wir ja jetzt important stuff to do. Dum, 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 dum. So, Erdgeschoss des Hauptlabors. Dann gehe ich doch einfach mal hier rechts rein. Ich denke mal, hier wird es sein. Wo ist er? Da. Hallo, Klein. Hi, Pat. Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte dir etwas geben, Pat. Bitte folge mir. Was möchtest du mir denn geben? Oh, haha, hab ich dich erschreckt. Na, folge mir jetzt bitte. Ja, gut. Ich will sehen, wie man da runterknechtet und sich bücken muss. Pat, hier drüben, komm bitte her. Ja, ist ja gut, geh doch einfach vor. Der Kampf gegen Team Krypto ist nun in einer entscheidenden Phase. Ich
denke, diese besondere Situation erfordert besondere Maßnahmen. Pat, hier ist etwas, das ich dir geben möchte. Na los, öffne die Kiste da und nimm dir, was du darin findest. Oh, wer hätte damit gerechnet? Ein Meisterball, Das ist ein Meisterball, dieser Pokéball ist einzigartig, seine Fangquote liegt bei 100%. Du solltest ihn wirklich erst dann verwenden, wenn du dir absolut sicher bist, also nicht locker lassen. Ich werde den wahrscheinlich nie verwenden, weil ich eigentlich vorhatte, alle Pokémon so zu fangen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, für welches ich ganz dringend den Meisterball einsetzen müsste. Magneton ist fertig, ja Mann. Dann kann ich euch gleich den aktuellen Fortschritt im Kryptorbis zeigen. Ich glaube, ich habe noch 3 Stunden oder so offscreen weitergezockt. Das war schon echt krass. So, Magneton ist fertig. Das ist doch mal schön. Gucken, was du lernst. Wenn du Donnerblitz lernst, bist du direkt im Team, sage ich dir jetzt schon mal. Risikotackle, dein Ernst? Jetzt aber Donnerblitz, komm. Regentanz? Ja, okay, wenn du Donner lernst, ist das praktisch. Aber irgendwie habe ich jetzt doch keinen Bock auf dich. Das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Ich habe auch im Übrigen unsere Foren neu angeordnet. Hier habe ich jetzt das 100% Maximum rausgeholt. Hey, warum bist du denn auf den gedreht? Ja, hier ist 100% Maximum, hier ist auch ziemlich gut. Hier habe ich auch ziemlich viel erreichen können. Hier ebenfalls. Jetzt habe ich hier so ein Teddy-Ursa-Only-Ding. Aber nicht mehr lange, da wird jetzt Magneton zukommen. So, hier. So, und du kommst jetzt da rein. Aber bitte mit der Drehung auf den hier. Und dann können wir hier jetzt ein neues reinlegen. Ich bin für das Ultrigaria vom Typ Boden. So. Lassen wir mal so. Ja, tschüss. Alles klar, wir haben den Meisterball gesnackt und können uns jetzt auf den Weg zur Insel Obscura machen. Das ist natürlich eine ganz coole Sache. Was natürlich nicht so cool ist, ich denke mal, die ganze Geschichte auf dieser Insel dürfte in maximal... Ja, okay, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange das war. Aber das ist mit Sicherheit nicht viel länger als 10 Parts. Oder doch? Ah, da kommt einiges. Ja, können vielleicht 12 bis 15 Parts sein. Aber dann ist es, glaube ich, wirklich spätestens vorbei. Ich mache ja sowieso noch genug anderen Stuff hier. Im Let's Play, ich will euch noch dieses Pokémon-Bingo zeigen. Im Lagerturm. Ich möchte euch noch den Duellberg zeigen, jedenfalls die letzten 20 Stages davon, weil die Kämpfe echt energiegeladen sind. Schon ganz cool. Ja, jetzt kann man hier mit dem Kyogre-Ding fahren. Und das ist jetzt die Insel Obscura. Sieht gut aus. Zu viel Lava, wenn man mich fragt, aber manchmal ist das halt so. So, wir sind hier erstmal fertig und du, wollte gerade sagen, wolltest doch direkt gegen uns kämpfen, oder nicht? Hey du, das Ding, das du da fährst, ist echt mega. Ich glaube, ich habe dich schon mal irgendwo getroffen, aber wen juckt's? Was mich kümmert, ist die Tatsache, dass du hier ohne Erlaubnis rumdrückst. Dass du dich hier rumdrückst, wahrscheinlich. Ich mich verlesen. Kalle, please. Krebutak und Pilippa. Das ist ja mal richtig glorreich. Wette, ich hab wohl Nona ganz oben. Ich hab mir fast gedacht. Die sind 33, wir 37. Das ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen overlevelt, aber hinterher wird sich das ganz schnell wieder drehen und dann kommen wir mit dem Level nicht mehr hinterher. Ja, was machst du? Du kannst nichts. Ich wechsle dich mal aus. Und zwar auf Claire, so leid es mir tut. Du kannst aber was machen, und zwar den Eisstrahl auf Pilippa ist immerhin normal effektiv. Dö, 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 dö.
Ich bin gerade überlegen, ob wir sonst außer der Insel Obscura noch was machen mussten. Eigentlich waren wir so weit durch. Oh, das war schon nicht schlecht. Ich sag ja, Yugong rastet voll aus. Das ist echt brutal, das Teil. So, wenn keiner eine Wasserattacke auf Claire einsetzt, ist echt traurig. Ja, geht doch. So, du machst bitte die Schockwelle auf Krebutak und du machst die Eisstrahlattacke auf Pilippa. Dann ist das schon mal weg, dann kommt ein neues. Also ich glaube, hier hat so gut wie jeder Typ irgendwelche Kryptos in der Tasche. Also das ist echt schon mega crank. Ich weiß nicht, ob diese Matrosen da jetzt schon zugehören. Auf jeden Fall von den Krypto-Wachen, die da rumlaufen, da hat, glaube ich, fast jeder eins. Also mindestens eins. Oh, Mantax. Der Schockwelle-Opfer, sehe ich doch jetzt schon kommen. Und Entoron. Ah, das könnten wir vielleicht fangen müssen. Ja, das Problem ist, er hat noch ein Pokémon jetzt nach den beiden. Welches ist es? Hahaha. Egal. Egal, wir müssen uns was einfallen lassen. Was tun wir jetzt hier? Also der hat bis jetzt nur Wasser-Pokémon gehabt. Also kann ich davon ausgehen, dass sein nächstes auch ein Wasser-Pokémon ist. Egal, wir versuchen es mal einzufrieren. Wenn das funktioniert, wäre ich Jackpot. Er ist halt, glaube ich, während der gesamten Level-Session nur einmal eingefroren. Und ich habe mit Sicherheit über eine Stunde gelevelt. Ist schon kein so hoher Schnitt. Also man sollte sich nicht drauf verlassen. Ach, zu Viris. Ich vergaß völlig, dass es ein zu Viris hier gibt. Kryptobeben. Ich frage mich jetzt gerade, ob die Attacke auch auf seinen Partner geht. Nein, geht sie nicht. Gerecht wie das Spiel ist. Haha. So. Ja, jetzt bin ich gerade ein wenig am Überlegen, was ich hier mache. Ich denke, ich werde mal zu Viris angreifen. Und, du wirst wieder mit dem Eisstrahl auf Entoron gehen. Ja, das geht sogar. Das geht wirklich. Jetzt mal bitte Eisstrahl-Crit und dann einfrieren und dann wäre ich schon ein bisschen glücklich. Nur so ein bisschen. Fluchtwert von Owen sinkt stark. Leider kein Crit. Krypto-Knall. Nicht auf Claire. Nicht auf Claire. Nein. Du bist ein Doofmann. Du machst jetzt nochmal die Schockwelle auf zu Viris, weil das reichen müsste. Obwohl. Ja, ich muss es probieren. Was bringt mir das? Ich kann ja nicht die ganze Zeit überlegen. Dann komme ich irgendwie 2 Minuten zu keiner Entscheidung, setze es dann doch ein und dann stirbt es eh. Also es ist doch einfach Zeitverschwendung. Gorgon ist überlebt. Ist doch perfekt. Kryptobeben, das bedeutet, Claire ist jetzt schon mal down, wenigstens hat es zu Viris noch stark genug angeschwächt. Und jetzt werde ich auf jeden Fall Kappels reinholen, weil der gute Kollege paralysieren kann. Wenn Yugong schon nichts einfriert, muss ich wenigstens die Paralyse durchkriegen. Oh, Puncher, du bist angeschwächt. Warum? Habe ich dich etwa nicht geheilt? Es tut mir sehr leid. Ja, und jetzt einfrieren bitte. Oh, ist das geil. Ist das geil. Oh mein Gott, ich bin so awesome. Okay, das wird richtig gut. Genau wie ich sagte, Crit Freeze. GG. Alles klar, Stachelspruch auf zu Viris und du wirfst bitte den Ball. Du kannst einen Pokéball werfen. Ich glaube nicht, dass er da rausgehen wird. Und wenn, ist es echt mega Pech. Weil das sind ja schon fast perfekte Zustände, wie ein Pokémon vor einem stehen kann. Tja, so ist das. Haben wir schon mal einen Entoron. Geht doch fit.
Na, die Attacke ging daneben, das ist jetzt nicht so cool. Kryptofessel, das ist allerdings in der Tat cool, weil das stört mich nicht. Nee, du setzt mal bitte keine Attacke ein. Du wirfst auch einen Pokéball. Ich will die endlich mal loswerden. Ich muss sowieso später nochmal weg hier Bälle kaufen und also ein Cheat. Weil wir haben für die gesamte Insel auf jeden Fall zu wenige. Warum lässt du dir so lange Zeit, mir ins Gesicht zu treten? Oh, Puncher, was los? Wenn du jetzt umfällst, ne, bist du echt selbst schuld. Ja, du hast nur eine Chance. Weil danach ist die Sache hier eh gelaufen. Oder die Sache ist jetzt schon gelaufen, das kann auch gut sein. Mal sehen, was der Pokéball bewirkt. Na also, wenigstens machst du es diesmal schneller. So, Puncher, jetzt please. Na also, vielen Dank. So, jetzt ist Tobiris auf jeden Fall mit einem Pokéball gleich drin. Jetzt bitte nicht auf Puncher. Wie gut, er lässt sie sogar leben. Nee, ich muss gleich sowieso zurück, spätestens wenn ich mich heilen muss. Was ich muss. So, Puncher, du wirfst jetzt auch mal den Siegesball. Und du machst einen Bodyguard für den Fall, dass wir auf die Idee kommen, uns irgendwie mit Statusveränderungen angreifen zu wollen. Das geht ja gar nicht. Ey, ernsthaft? Du kommst immer noch aus dem Ball raus? Was ist mit dir nicht richtig? Hier, keine Statusveränderungen, Bro. Jetzt ist eh Krabbels down. Nein, wie traurig. Egal, Nina regelt das jetzt. Flammenwurf! Nein, besser nicht. Ja, da wird dann mal der letzte Pokéball drauf geworfen. Vielleicht bleibt er ja drin. Und du wirst gerufen. Och, ernsthaft, Tobiris, was ist los mit dir? Kann nicht sein, dass du so hardcore drauf bist. Ja, jetzt steigt die Genauigkeit von Owned. Pass mal auf, wenn ich das jetzt noch dreimal mache, dann treffe ich dich mit Eiseskälte. Bevor der Ball funktioniert. Aber jetzt ist eh egal, weil jetzt kommen Superbälle. Oder habe ich noch einen Premierball? Ja, ich habe noch einen Meisterball, aber das wäre irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also nehmen wir den Superball. So, Owned, du wirst gerufen. Jetzt bleibt es aber sicher drin. Müsste es eigentlich. Kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wieder rausgeht. Ich wollte schon sagen, wie hart würde das denn dann später erst, wenn wir die Level 48er oder 50er fangen müssen? Die kriegen wir doch dann gar nicht mehr gecatcht. Oder das Brutalander. Boah, ich habe so Schiss vor dem Brutalander. Ja, jetzt habe ich Entoron und Tobiris dabei. Bringt's mir richtig. Mist, das muss ich melden. Ah, geh doch, schleich dich weg. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob auf dieser komischen Brücke hier jetzt noch Team Krypto-Mitglieder kommen. Auf jeden Fall wäre ich ziemlich am Arsch, wenn sie es täten. Och, wat? Ist los, Kanivana, hä? Geh mir nicht auf den Sack. Bist du auch ein Kämpfer? Nee, ne? Was? Wie hast du es auf die Insel geschafft? Damit bist du gefahren? Ist das genial. Selbst Opulus, der Reichste der Reichen, hat kein solches Gefährt. Oh yeah, das lässt das Herz jedes Seemanns höher schlagen. Hör mal, du lässt mich doch auch mal damit fahren, oder? Klar, wenn es sich so anspricht. Klasse, so spricht ein echter Seemann. Ich habe nicht viel anzubieten, aber ich habe das hier auf dem Schiff gefunden. Kampf CD 31. Übrigens, weshalb bist du hier? Was immer es ist, bitte beeil dich. Ich möchte möglichst bald mit dem Ding fahren. Ja.
Ich werde mich beeilen, aber erstmal müssen wir zurück Pokémon heilen, dann ist auch schon der Part wieder zu Ende. Wie traurig. Okay, ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was uns erwartet, wenn wir in den Vulkan reingehen. Deswegen gehe ich vorsichtshalber zurück, bevor wir den Kampf verlieren und dann ist eh alles wack. Dann sind schon die ersten 6-7 Minuten des nächsten Parts vorbei und das will keiner. Ich auch nicht. Genau. Ja, ich habe gerade auf Uhr geguckt, wie viel Zeit wir noch haben. Ich werde jetzt noch eben die Pokémon heilen, dann ist der Part auf jeden Fall vorbei. Und dann im nächsten Part werden wir nach Shelly gehen. Oder zu Shelly gehen. Und sie wird uns dann interviewen und dann kriegen wir das Münzamulett endlich. Haha. Jedenfalls ist so meine Planung. Ich beende mal den Part hier zwischendurch mal so eiskalt, wie ich bin. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr da wieder dabei wart und hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm mit mir. Bis dahin, macht's gut und tschüss.